Hey Leute, heute geht es um Minecraft und wie ihr in Minecraft euch ein... Was? Nicht die Art von Video. Achso. Hola, ich bin Windows. Hoje nós vamos falar sobre Wikidata. Das war Portugiesisch. Servus miteinander, heute machen wir was mit Wikidata. Das war Bayerisch. Lukas. Stefan. Wer bist du? Ich bin Freiwilliger bei Wikidata seit ein paar Jahren, betreibe auch einen Twitter-Account seit jetzt fast 2 Jahren, Wikidata Facts, wo ich alle möglichen lustigen Sachen zu Wikidata veröffentliche und beantworte hier jetzt ein paar Fragen. Stefan, wer bist du denn? Ich bin Stefan und ich bin Kapitän dieses Sofas und begleite euch durch den Abend. Vielen Dank dafür. Lukas. Stefan. Gibt es Items, deren Nummern absichtlich gewählt wurden? Ja, da gibt es ein paar Items, deren Nummern in der Anfangszeit von Wikidata gewählt wurden. Also die kann man auch heute noch sehen, wenn man sich anschaut, welche Items von der IP-Adresse 127001 angelegt wurden. Das wären zum Beispiel die Items 1 bis 5, Universum, Erde, Leben, Tod und Mensch. Und Q5 Mensch wird total oft verwendet, weil man bei allen möglichen Personen sagt, das ist ein Mensch. Und Q1 bis 4 haben schöne Nummern bekommen, aber werden nicht sonderlich oft verwendet, aber haben halt immer noch die Nummern. Toll. Es gibt noch weitere Special-Items. Ja, es gibt noch weitere, wo die Zahl irgendwie bedeutungsvoll ist. Zum Beispiel Q2012 ist der Maya-Kalender, Q2001 ist Stanley Kubrick, Q2013 ist Wikidata selber, weil das Projekt fast 2013 angefangen hat, also ein paar Monate vorher in 2012, aber es war ja schon vergeben. Und dann noch Q80 für Tim Berners-Lee, weil 80 die Portnummer ist, die im Internet überall verwendet wird und Tim Berners-Lee damit halt angefangen hat. Was gab es noch? Q42 natürlich. Ein sehr wichtiges Beispiel, Q42 ist Douglas Adams. Nein, danke, jetzt nicht. Das hat keine besondere Nummer. Keks wird irgendwas Fünfstelliges sein, keine Ahnung. Q42 ist halt Douglas Adams, weil die 42 in seinem bekanntesten Werk Per Anhalter durch die Galaxis eine besondere Rolle spielt. Es gibt noch Q13, das ist die Phobie vor der Zahl 13. Q666 ist das Item für die Zahl des Tieres, eben 666. Ich glaube, das waren alle, die mir gerade einfallen. Es gab noch Q1972, war Imagine, aber jetzt weiß jemand aus dem Publikum, wann das Lied rauskam? Nein. Dann sagen wir, es war Q1972. Ja, Lukas. Ja. Wie kann ich als Nicht-Nerd mithelfen? Auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Man muss eigentlich für die meisten Sachen nicht Nerd sein, um mitzuhelfen. Man kann einfach Daten eintragen. Wenn man sich ein bisschen Übung mit dem User-Interface hat, dann kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Entweder neue Daten eintragen oder wenn man sich das nicht zutraut, kann man auch zum Beispiel einfach mal Beschriftung oder Beschreibung übersetzen oder hinzufügen, weil ganz viele Datenobjekte zum Beispiel nur Beschriftung auf Englisch haben und wenn es da Sinn machen würde, auch eine Beschriftung auf Deutsch hinzuzufügen oder eine Beschreibung, damit man weiß, was das für ein Datenobjekt ist, kann man das auf jeden Fall machen. Braucht man nicht viel technisches Wissen dazu. Was auch in Wikidata häufig noch fehlt, selbst wenn wir eine Aussage schon haben, kann man immer noch Referenzen dazu finden. Also einfach irgendein Buch aus dem Bücherregal nehmen oder aus der Bibliothek ausleihen und dann mal aufschlagen und schauen, was stehen da für Sachen drin. Also jetzt vielleicht kein Buch aus dem Fiktionsbereich, aber wenn es irgendein Sachbuch ist, dann stehen da Aussagen drin. Kann man auf Wikidata nachschauen, steht es da? Ja, aber vielleicht völlig ohne Referenzen, ohne Nachweise und dann kann man einfach einen Nachweis hinzufügen. Macht Spaß, schadet nicht und hilft Wikidata auf jeden Fall weiter. Und man kann natürlich durch die letzten Änderungen durchgehen und schauen, was andere Leute so für Quatsch machen. Und manchmal ist es vielleicht einfach was Gutes oder man bekommt einen Überblick dafür, was die Leute so machen oder wie etwas funktionieren soll. Oder man sieht, irgendjemand hat Unsinn gebaut, da ist Vandalismus und dann kann man den einfach zurücksetzen. Und das ist auch ganz wichtig, da brauchen wir mehr Leute, die das machen. Lukas! Ja? Wie kann ich als Nicht-Nerd denn beitragen? Gibt es da auch spielerische Ansätze? Es gibt auch spielerische Ansätze, ja. Es gibt eins, das nennt sich einfach Wikidata Game. Da kriegt man präsentiert einfache Aussagen, zum Beispiel gehört dieses Bild aus dem Wikipedia-Artikel zu diesem Datenobjekt? Ist es ein repräsentatives Bild davon? Ja, nein oder weiß nicht. Einfach klicken und dann kommt die nächste Frage und hat ein bisschen Wikidata verbessert. Oder
wenn bei einer Person das Geschlecht fehlt oder das Geburtsdatum oder so. Und das kann aus der Wikipedia importiert werden, aber der Bot, der es importiert, ist sich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Deswegen soll nochmal ein Mensch drüber schauen. Das kann man als Spiel machen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt noch weitere Spiele, mit denen man Wikidata editieren kann. Die kenne ich aber nicht so gut. Kennst du da noch eins? Man kann Bilder zuordnen. Ja. Und man kann angelegte Artikel mit Wikidata-Items verknüpfen, wenn sie zusammengehören. Richtig, das gibt's auch noch. Ja. Distributed Game, einfach mal nachgucken. Ja. Gibt es viel Spam in Wikidata? Kommt drauf an. Also es ist noch... Von 0 bis Twitter. Gute Skala. Also ist nicht übermäßig viel. Ich gehe gelegentlich durch die letzten Änderungen durch, nur durch die Änderung von neuen Accounts. Und da ist dann vielleicht ein Zehntel oder so Spam, ganz grob geschätzt. Keine richtige Statistik oder irgendwas. Das sind aber nur die Bearbeitungen von neuen Leuten, was ja die Minderheit ist. Es gibt total viele Leute und Bots, die entweder Bots oder Personen, die mit automatisierten Tools hunderte Edits pro Minute raushauen, die dann alle nicht Vandalismus sind. Und aber gut, so viele Edits pro Minute kann man Spam nennen, aber ist auf jeden Fall nicht Vandalismus und das ist dann alles in Ordnung. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das als Zahl benennen soll, aber es gibt Vandalismus, aber er wird noch in Schach gehalten von der Community. Was ist der witzigste Fakt, den du entdeckt hast? Das witzigste einzelne Statement, das ich mal gesehen habe, war die Höhe von Hello Kitty, nämlich 5 Äpfel, glaube ich. Das muss wohl irgendwo im Kanon so stehen. Und Schlümpfe sind 3 Äpfel hoch, wovon ich nie gehört habe. Aber als ich auf Twitter gefragt habe, wer kann erraten, was ist 3 Äpfel hoch, haben die ganzen französischen User sofort gesagt, ja, das müssen die Schlümpfe sein. Also nehme ich an, das ist dort bekannter. Die witzigste Tatsache, die nicht ein einziges Statement ist, finde ich immer noch die Query, die ich mal geschrieben habe, zu den häufigsten Todesursachen von adligen Leuten, wo dann tatsächlich Sturz vom Pferd die 7. häufigste Todesursache damals war. Mittlerweile ist es auf Platz 9 oder 10 oder so abgerutscht, weil lauter Leute andere Daten eintragen. Was fällt ihnen ein? Aber ist immer noch relativ weit oben, weil es offenbar tatsächlich oft passiert ist. Auch nicht mehr so viel. Ja, also wenn jetzt noch viele Adlige dazukommen im Datensatz, dann werden die wohl eher so seltener durch Sturz vom Pferd sterben. Aber es kommen ja auch nicht mehr so viele Adlige dazu. Das muss ich noch ein bisschen setzen lassen. Sturz vom Sofa. So schön nach hinten kippen lassen. Das ist ja witzig. Es gibt ja Dinge, die zu einer bestimmten Zeit passieren. Ja. Warum? Steht da. Nee, warte. Soll ich jetzt mit Albert Einstein anfangen? Warum gibt es beim Datumsdatentyp noch keine Uhrzeit? Also wann eine bestimmte Sache in der bestimmten Zeitzone passiert ist? Ich schätze, es wird einfach daran liegen, dass Zeitzonen kompliziert sind und dass im Moment keine Priorität ist, das zu entwickeln. Also man kann schon sehen, wir haben Items für Zeitzonen, um zu sagen, dass eine bestimmte Stadt in einer Zeitzone liegt. Und das ist schon kompliziert genug mit Sommerzeit, wie das jetzt modelliert wird. Ich glaube, das ist nicht ganz konsistent in Wikidata. Also scheint das schon da nicht ganz klar zu sein, wie man das am besten behandeln soll. Wird noch ein bisschen dauern. Irgendwann kommt es sicher. Aber Zeitzonen wissen doch alle, die jemals was programmiert haben, sind doch voll easy. Ja. Wie groß ist die Wikidata-Datenbank mittlerweile? Also die Dumps, die man sich runterladen kann, sind extrahiert, sind die dann, glaube ich, ungefähr 200 Gigabyte, ich bin mir nicht sicher. Komprimiert sind sie um die 100 plus noch was Gigabyte. Das wäre ungefähr die Größe an Daten, die wir haben.
Also noch in der Größenordnung, dass ich einfach jeden Tag bei euch runterladen kann und also jeden Tag. Wir stellen das, diese Dumps nur wöchentlich, soweit ich weiß, aber man kann sie schon auch selber runterladen, ja. Und es gibt Leute, die das machen und dann auf dem Datensatz ihre Tools laufen lassen oder ihre Analysen laufen lassen. Ist das sinnvoll aus Wikidata-Perspektive? Kann schon sinnvoll sein, ja. Also das Hauptinterface, um Anfragen laufen zu lassen, wäre ja der Wikidata Query Service, aber da gibt es einen Timeout von einer Minute. Wenn eine Anfrage länger dauert, kann man die da nicht laufen lassen und dann gibt es schon Leute, die sich stattdessen den Datensatz runterladen und dann bei sich auf dem Rechner eine eigene Instanz laufen lassen, wo es halt keinen Timeout gibt und wo dann so eine Anfrage auch eine halbe Stunde laufen lassen kann und dann ist das Ergebnis da. Wenn sie das brauchen, können sie das machen. Es wäre natürlich möglich, dass man die Anfrage erstmal optimieren kann und wenn sie das machen würden, dann würde es auch schneller gehen, aber muss man halt auch wissen. Was für Anfragen kann ich denn bauen, die eine halbe Stunde laufen würden? Oh, also alles, was in irgendeiner Richtung mit Freitextsuche zu tun hat, wäre sicher ein starker Kandidat. Ich habe mal vor relativ in der Anfangszeit von Wikidata Facts hatte ich tatsächlich eine Query, um zu schauen, in wie vielen englischen Beschreibungen Husband und in wie vielen Wife drin stand. Weil halt deutlich mehr Leute als Wife of irgendwer beschrieben wurden. Ich bin im Nachhinein wirklich überrascht, dass es damals funktioniert hat. Ich wäre bereit zu wetten, dass es nicht mehr funktioniert, weil man eigentlich durch alle Labels oder durch alle Beschreibungen durchschauen muss von den 38 Millionen Items, die wir haben. Und das dauert einfach zu lang. Und das kann man auch nicht, das kann man optimieren, aber darauf optimiert der Wikidata Query Service nicht. Oder irgendwas in der Richtung, oder auch ich suche nach Beschreibungen, die in einem bestimmten Text enden oder mit einem bestimmten Text anfangen oder sowas. Das ist ganz schlimm für die Performance. Lukas! Ja! Was für ein Lifehack fällt dir ein mit Wikidata? Ist kein Lifehack, aber ich schaue auf Wikidata nach, was für Steckdosen es in einem Land gibt, wenn ich da hinreise, einfach weil es weiß, da steht es. Und auf Wikidata ist, auf Wikipedia wäre es irgendwo in der Infobox-Programm und ich weiß nicht wo, aber es ist kein Lifehack. Das ist einfach, ich bin komisch. Das ist voll der Lifehack. Andere Lifehacks würden euch vorschlagen, Stricknadeln in die Steckdose zu stecken und dann einfach eure Kabel dahin zu tüdeln. Qualitätsmedium. Ist das nicht ein Deathhack? Lukas! Ja? Hast du ein Lieblingsitem? Also ich habe nicht wirklich ein Lieblingsitem. Ich habe ein paar Statements, die ich besonders gut mag. Harry Potter ist ein Horcrux von 1900 dazu mal bis dazu mal. Weiß jetzt nicht die Daten auswendig. Das fand ich ganz witzig. Irgendwann hat es jemand gelöscht. Mittlerweile hat es jemand wieder hinzugefügt. Lieblingsitem jetzt nicht so sehr. Aber Q42 ist von der Nummer her lustig. Und die paar anderen, die wir schon erwähnt hatten, auch. Was würdest du sagen, wenn auf einmal in der Liste der Horcruxe mehr Horcruxe wären, als in den Harry Potter Büchern steht? Dann würde mich sehr interessieren, wo die Information herkommt, wer sie eingetragen hat und was die Quellen dafür sind. Und wenn es eine Quelle hat, wo ich nachschauen kann, dann habe ich vielleicht neuen Lesestoff gefunden. Oder man müsste anfangen zu überlegen, wie man es jetzt modelliert. Sagen wir, ein anderer Autor hat ein Buch geschrieben, wo auch Horcruxe drin vorkommen. Ist es jetzt dasselbe Objekt Horcrux, wo man sagt, es sind beides Horcruxe und das ist das gleiche Horcrux-Konzept? Oder ist es ein anderes Item, was aber mit dem ersten irgendwie verknüpft ist? Könnte man sich sicher interessante Fragen stellen. Wie viel Zeit wendest du am Tag für solche Überlegungen auf? Kommt drauf an. Aber wenn ich versuche, eine Query für Wikidata Facts zusammenzustellen, sind da solche Überlegungen dabei. Und wenn ich da eine gute Idee habe, dann kann es schon ein bisschen dauern, bis das auch vollständig ausgereift ist, wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden bin, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde am Abend. Aber es ist jetzt nicht so, was jeden Tag passiert. Zwischen 20 Sekunden und 38 Minuten und 18 Sekunden. Okay. Ja, okay. Woran kann ich festmachen, dass ich über etwas einen Wikidata-Eintrag schreiben kann oder ob das irgendwie nicht wichtig genug ist? Da haben wir Relevanzkriterien. Und zwar, wenn irgendwas ein Wikipedia-Artikel hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Wikidata-Item wert. Oder wenn es in irgendeiner Form ein reales Objekt oder Konzept ist, das man auch durch
gute Quellen beschreiben kann, dann darf man es eigentlich auch in Wikidata eintragen, mit diesen Quellen natürlich. Oder auch, wenn es jetzt an sich nicht relevant ist, aber notwendig ist, um irgendwas anderes zu beschreiben. Zum Beispiel, ein Beispiel, das jetzt auf dem Project-Chat aufkam, war, die Ehepartner von relevanten Personen sind automatisch auch relevant, damit man sie als Ehepartner eintragen kann und dann die Informationen gespeichert hat, dass die Person verheiratet ist. In der Policy heißt es dann auf Englisch Structural Need. Ich bin mir nicht sicher, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Das ist irgendeine strukturelle Rechtfertigung gibt, dass das Objekt existiert, auch wenn es für sich alleine gestellt jetzt vielleicht nicht so wichtig wäre. Ich habe zum Beispiel auch Datenobjekte angelegt, wenn bei irgendeinem Musikstück stand, gewidmet Mrs. XY Nachname, habe ich ein Item für die Frau angelegt, auch wenn ich sonst nichts darüber weiß, aber immerhin ist sie das Objekt der Widmung von diesem Musikstück und dafür gibt es eine Quelle. Das würde ich jetzt auch als Structural Need ansehen. Du sprachst vorhin von Datendumps. Ja. Es gibt Datendumps. Ja. Die kann man runterladen. Ja. Und wie bekomme ich raus, was für ein Datenmodell dahinter steckt? Es kommt darauf an, welchen Dump man sich runterlädt. Es gibt die JSON-Dumps, wo die Daten aus Wikidata im JSON-Format drinstehen. Und das ist irgendwo auf MediaWiki.org dokumentiert, wie das genau aussieht, wie da Statements und alles monetiert werden, und wenn das richtig gut editiert wird, das Video, dann taucht da jetzt eine Adresse auf, die jetzt schon nicht mehr, weil er die Hand weggenommen hat. Jetzt ist sie wieder da. Und zum anderen gibt es die RDF-Dumps, wo die Daten in einem anderen Format exportiert werden, das für Linked Data besser verwendbar ist und mit allen möglichen Tools verwendet werden kann, die ansonsten auch diese Linked Data Standards unterstützen. Und wie dieser Export funktioniert, ist auch dokumentiert. Ich glaube, auf RDF Dump Format heißt die Seite tatsächlich, auf MediaWiki.org. Kann man sicher mit Google finden. Und da steht dann dokumentiert, wie wird jetzt ein Statement exportiert und wie funktioniert es mit Qualifiern und Referenzen und so weiter. Und dann bekomme ich irgendwie eine SQL-Tabelle oder wie ist das dann? Nein, also wenn du willst, kannst du die Daten dann wieder importieren. Das RDF-Format kann man relativ gut in eine eigene Instanz, in einen eigenen Sparkle-Service reinladen und da hat man sowas Ähnliches wie seinen eigenen Wikidata-Query-Service. Und wenn man die JSON-Daten verwendet, kann man seine eigene Applikation darauf schreiben und damit machen, was man will. Vielleicht kann man es auch in irgendeine NoSQL-Datenbank reindumpen. Da kenne ich mich aber nicht so aus. MongoDB. Zum Beispiel. Hipster-Zeug. Ja. Cool. Ist Sparkle das neue Hipster-Zeug? Bin ich jetzt kein Unparteilicher, der das bewerten könnte, für mich schon. Du bist nicht unparteilisch. Warum unparteilisch? Weil ich Sparkle-Fan bin. Ach so, weil du Hipster bist. Und nicht Fan von anderen Sachen, die Hipster sind, keine Ahnung. Lukas! Stefan! Warum beginnen Items mit Q? Also, der Legende nach hat der Wikidata-Gründer oder einer der Wikidata-Gründer das damals so festgelegt, weil er damals mit einer Frau verlobt war, deren Vorname mit Q beginnt. Und als Widmung an sie praktisch fangen alle Wikidata-Items jetzt mit diesen Buchstaben an, was doch eine sehr romantische Geschichte ist. Die weniger romantische Variante ist, Properties fangen mit P an und dann ist Q halt für Items das Nächste. Das wäre die Alternative. Aber das passt nicht wirklich, weil die nächsten Sachen, die eingeführt werden, sind Lexeme und Media-Sachen, die fangen mit L und M an. Also da passt es überhaupt nicht. Halten wir uns an die romantische Geschichte. P, Q, L. Kann man so vorstellen, so, oh, du hast es nach mir benannt mit Q. So, ja, genau. Also wenn du jemand bist, dessen Name mit Q beginnt, kannst du dir das gerne vorstellen, ja. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das hier war die tolle Minecraft-Show mit Lukas und Stefan. Mit Wikidata. Wenn ihr es geliked habt, dann liked und subscribed und drückt auf die Glocke. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lukas. Ja. Was für ein Lifehack fällt dir ein mit Wikidata? Ein was? Ach so, mit F, live. Was? Ich dachte live mit V.